So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Map Lemmental V 3.0.8. Ja, es ist am heutigen Tag ein Update erschienen, also am Tag, an dem ich das aufnehme. Und wir fahren heute eine Runde SEV von wo sind wir hier? Kleinsteinburg Bahnhof nach Oberesch. Ja. Mit dem Solaris Ubino 12. Den es auch so ein schönes Persikbus-Paint gibt. Das gefällt mir sehr. Sieht schön aus. Gut, das hier ist etwas komisch mit der Textur. Wo man da solche anderen Texturen gewählt hat, aber gut. Ja, da oben auch was anderes. Gehen wir rein in den Bus. Okay. Hilfe. Komisch, blauer Fahrersitz. Egal. So. Sieht alles sehr interessant aus. Wie wir sehen, haben wir hier die iBox, habe ich hier die iBox installiert von mir. Die ich halt eben mal für den Solaris gemacht hatte. Kurz ein Stückchen vorziehen. Ein Einstieg an Tür 2 wäre jetzt praktischer. Machen wir erstmal die Tür auf. So, und gucken wir mal, wie wir den SEV überhaupt schildern. SEV. Nach Lemmental Oberesch ist dies Ziel 211. Okay. 200. F. Kommen Sie einmal rein. Schienenersatzverkehr Oberesch Bahnhof S. Ja, doch. Oh, möchtet ein bisschen Heizung haben? Könnt ihr gerne haben. Machen wir mal das hier an. Hallo. Guten Tag. So, haben wir es denn jetzt mal? Hier im Bus muss man eigentlich angefeuert werden. Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack. Mist, ich habe hier noch das falsche Ibis-Skript drin. Ja, das ist egal, was da innen drin steht. Uiuiui, wir sind aber gut gefüllt. Also, passt gerade noch so. Naja, egal. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich das falsche Skript drin habe wegen der Verspätung. Ich habe hier übrigens das Blinkertackern vom Standard-Facelift drin. Weil mir das halt einfach gut gefällt. Ich das einfach mal hier mit reingehauen. Aus Gründen. So. Ausgeschildert ist wie gesagt nichts. Okay, da kommt schon mal keiner. Ah, da kommen welche. Das habe ich jetzt erst spät gesehen. Ich denke mal, wir lassen mal hier so ein bisschen das Fahrerfenster auf. Können wir hier mal den Solaris hören? So. Das Gute ist, wir haben hier auch Sonderansagen bei also ich habe hier Sonderansagen bei Evox mit drin, beziehungsweise sind halt eben mit drin. Können wir dann auch mal eine abspielen, die halbwegs passend ist. Sagt zwar, ne, ich sag mal nichts, was sie sagt. Okay. Das werdet ihr dann schon noch früh genug hören. So, in der nächsten, also kleiner Spoiler quasi, beziehungsweise kleine Information einfach mal. Und zwar wird es jetzt in der nächsten Folge auch wieder von. Danke. Fürs Nachladen. Wird es hier in der nächsten Folge auch wieder auf Lemmental sein und auch wieder ein SEV.
Dann haben wir einen anderen SEV natürlich, wahrscheinlich den vom Westbahnhof zum Hauptbahnhof. Und dann als letztes dann noch vom Westbahnhof nach Königsrad. Vom Hauptbahnhof nach Königsrad. Ja. Nehme ich jetzt hier gleich alle hintereinander auf, weil ich quasi so ein bisschen vorproduziere für ja, für die Hilfe nächste Woche, weil ich da eben nicht da bin. So. That's the matter. So. Ist das auch the matter, warum wir hier, warum ich hier gerade beschissene FPS hab? Nö. Okay. Good. Hopefully not. Na egal. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Noch ein Däumchen drehen. Aha. Okay. Können weiter. Gut. Das Call. So. Oh, da oben staut es sich, wie es scheint. Wünsche ich euch noch viel Glück da oben. Von da kommt jetzt so einer. Lässt du mich raus? Oder wartet ihr noch? Ich danke dir. Das ist ein netter. Das ist netter gewesen, ja, doch. Ja, meine Güte. Ich will mal ein bisschen Kampflinie fahren. Ja, ich bin heute hier Schuhmacher, ja. Ich fahre ruhig, ich fahre voll tiefenentspannt, also. Ich weiß nicht, was man hier hat. Also sofern ich das richtig gelesen habe, waren Gleisarbeiten an der Strecke, weshalb wir eben quasi den SEV fahren. No. Und wir sind der einzige Kurs hier bei dem SEV. Bei den anderen SEVs gibt es glaube ich 4 Kurse oder so. Und der hier scheint entweder nur so relativ kurz, was er auch irgendwie ist, und eher relativ weniger frequentiert als andere zu sein. Naja. Also das hier übrigens mit dem Held, da steht eigentlich Wagenheld, das ist aber abgeschnitten, weil die Innenanzeige eben zu kurz ist quasi. Das liegt einfach daran, weil das standardmäßig für ein Lion City ist, das Skript. Ich habe das auch schon aus dem Skript rausgenommen, nur ich habe das Skript doch gar nicht bei mir eingefügt. Also das Skript ist bei der Download-Version des Mods dabei. Nur ich habe halt noch, ich habe halt das erst dann gemacht, als ich den Mod quasi gepackt habe. Für mich selber habe ich das, hatte ich das jetzt vergessen gehabt und bisher auch nicht dran gedacht. Das ist bis heute so geblieben und ich bin gerade gegen die Leitplanke gefahren. Das läuft. So. Ja, achso, warum halt? Ich bin Pro. Warum wollte ich den da jetzt anhalten? Ah, egal. So. Ja, dann setz dich hin oder bitte jemanden dir einen Platz frei zu machen. Warum höre ich gerade einen Zug? Fail. Wenn jetzt gleich ein Zug drüber fährt, dann fährt er jetzt nicht. Und wir sehen gleich einen Zug. Moment. Da. Hm, komisch. Oder ist es irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Ja, das war wieder klar. Ihr müsst sowieso alle hier aussteigen, also.
Macht jetzt auch den, macht den Kohl nicht fett. Welchen Grund auch immer habe ich gerade geschwiegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht warum. Das tut mir natürlich leid, aber das ist natürlich dann so, wie es ist. Da kannst du eben, wie gesagt, nichts machen. Also, naja. So, wir sind dann jetzt gleich in Oberesch. Meine Damen und Herren, der nächste halt ist Oberesch. So. Umzusteigen. Ja, es ist nicht so ganz, stimmt nicht so ganz, aber okay. Wo musste der SEV noch mal hin? Jetzt habe ich kurz mal die Höhe lang gemacht. Ah, doch, warte, ich weiß schon, wohin. Da, wo der Kollege gerade mit seinem G auf dem Bordstein stand. Ich glaube, der SEV-Kurs hier wird aber von, nicht vom Persikbus, sondern von dem anderen da betrieben, von, hier, wie heißen sie? Jetzt fällt mir das nicht ein. Das ist unglaublich, ja. Wie hieß denn der andere Subunternehmer? Ach, ich weiß es doch jetzt nicht mehr. Kretz-Autobusse, genau, Kretz-Autobusse. Wird eher von dem bedienen, weil das ist jetzt quasi die zweite Fahrt, die dieser Kurs macht. Die erste Fahrt beginnt hier in Oberesch. Deshalb ich eher glaube, dass die von Persikbus eher weniger betrieben wird. So. Dann steigen's mal aus. Der Citaro bei dem läuft. Warte mal, der hat ein DB-Zeichen geschildert. Lemmental Hauptbahnhof. Oh lol. Okay. Ach, von hier gibt es auch einen SUV und einen Lemmental Hauptbahnhof. Gut, dann können wir auch den fahren. Ein Fahrplan fest? Nö. Irgendwie doch, aber okay. Der Umstieg ist auf jeden Fall gewährleistet. Gut, wie er hier steht, das läuft auch bei ihm, aber okay. Naja. Beende dann mal die Folge, also so, die vorne noch auf. Fahrplan beenden, Blinker aus. Schildern wir mal Persikbus. So. Ja, das war's dann von mir für diese Folge. Wünsche euch noch schönen Tag und so weiter. Und ja. Hoffe, ihr seid dann bei den nächsten, schaltet dann bei den nächsten Videos wieder ein. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.